Wirkung von Emissionen zählt jede einzelne Handlung, sei es weniger Fleisch zu essen oder die Öffis zu benutzen. Doch alles das hilft nicht, die großen Emittenten, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke, abzuschalten. Doch wer finanziert die im Jahr 2021 eigentlich noch? Und vor allem, was können wir alle dagegen tun? Fridays for Future Österreich und die NGO Urgewalt haben nachgeforscht. Die Raiffeisenbank International und die Erste Bank investieren heute noch Milliarden in das Kohlegeschäft. Nicht nur das, mit dem Geld der Kontobesitzerinnen und Kontobesitzer werden auch noch Neuplanungen für Kohlekraftwerke unterstützt. Damit stellen sich die Banken explizit gegen das Pariser Klimaabkommen, in dem es heißt, dass auch Finanzströme im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel sein müssen. Die Lösung? Bank wechseln. Es gibt in Österreich und Deutschland schon unzählige Banken, die sicherstellen, dass das Geld in klima- und umweltfreundliche Projekte investiert wird. Zum Beispiel die Tomorrow Bank, die GLS Bank, die Triodos Bank oder das Bankhaus Schellhammer und Schatterer. Und natürlich allen Freundinnen und Freunden weiter erzählen, was die Raiffeisenbank und die Erste Bank mit unserem lieben Geld machen.